American Football, das sind doch die Jungs mit den breiten Schultern. Wir wissen natürlich, dass uns das Schulterpolster dabei unterstützt. Wie du das richtige Schulterpolster für dich wählst, siehst du jetzt. Hast du schon mal von einem American Football Spieler gehört, der seine Schulterpolster kleiner geschnitten hat? Mir fallen mindestens zwei sehr erfolgreiche Spieler ein, die so ihre Schulterpolster kleiner gestaltet haben. Natürlich ist das keine Strategie, die wir von Playmakers empfehlen, aber es zeigt immerhin, dass diese Spieler wussten, dass es bei dem Schulterpolster darauf ankommt, möglichst schmal und leicht unterwegs zu sein. Und wir empfehlen dir dann doch einfach von vornherein, das richtige Schulterpolster für dich zu wählen. Und dabei helfe ich dir in diesem Video. Zunächst möchte ich dir erklären, welche verschiedenen Teile an einem Schulterpolster zu finden sind. Es gibt hier die Brustplatten, die auch bis hinter zum Rücken laufen, sekundäre und primäre Schulterklappen, manche Polster haben auch nur eine dieser Schulterklappen, Polster im Inneren, je besser das Pad ist, desto mehr verstellbare Polster findest du hier und Gurte, um das Pad fest an deinem Körper zu schnüren. Das richtige Schulterpolster wählst du für dich anhand verschiedener Kriterien. Auch hier gibt es natürlich wieder die bekannten Hersteller wie Rydell, Sharp oder Xenis oder auch weniger bekannte Hersteller, von denen du Schulterpolster erwerben kannst. Das erste Kriterium für die Schulterpolsterwahl ist deine Position. Je nachdem, welche Position du auf dem Footballfeld hast, hast du unterschiedliche Präferenzen in einem Pad und unterschiedliche Aufgaben, die das Pad begleiten muss. Bist du Wide Receiver oder Quarterback, brauchst du vor allem viel Freiheit und eher ein leichtes Pad und bist nicht so oft im Kontakt. Als Linebacker oder Fullback hast du sehr viel Kontakt auf dem Footballfeld und möchtest deshalb vor allem geschützt sein. Auch als O-Line oder D-Liner bist du permanent mit deinem Gegenspieler zur Sache. Die Hersteller haben teilweise sehr unterschiedliche Philosophien, wenn es dazu kommt, ihr Modell für unterschiedliche Positionen anzubieten. Xenis beispielsweise empfiehlt ein Pad-Modell für alle Positionen, während bei Rydell ganz klassisch verschiedene Modelle für verschiedene Positionen angeboten werden. Du findest diese Hinweise bei uns auch immer auf der Produktseite und eine Empfehlung von uns, welches Pad auf welcher Position dir am besten liegt. Je nach Position unterscheiden sich die Pads dann in stärkerer Überschneidung bei den Schulterpolstern oder längeren Brustpanzern, dickere oder dünnere Gurte und auch diese Informationen kannst du bei uns einsehen. Das zweite Kriterium ist letztendlich deine persönliche Präferenz, wie bei so vielen Equipment-Gegenständen. Vielleicht willst du als Lineman doch mit einem etwas leichteren Pad spielen oder sagst, dass du als DB, weil du doch sehr viel in den Kontakt gehst oder in eurem Spielsystem sehr viel hitten musst, doch lieber ein Schulterpolster nimmst, was eher für einen Linebacker gedacht ist. Ein letztes Kriterium sollte sein, welche Features du in einem Pad sehen möchtest. Je mehr Features du in einem Pad sehen möchtest, desto tendenziell mehr wirst du dafür ausgeben müssen. Dieses Pad von Rydell hat beispielsweise einen eingebauten Ripcord, um das Pad im Fall einer Verletzung auseinanderlegen zu können und ist insgesamt sehr leicht und schmal geschnitten, was du in einem etwas höheren Preis wiederfindest. Letztendlich gilt bei den Pads so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Du möchtest ein Pad, was schmal ansitzt, das deine Gegner möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten und trotzdem brauchst du den Schutz, um vom Kontakt sicher zu sein. Gerade bei schmalen Schulterpolstern empfehlen wir, dass du einen sehr stabilen Körperbau haben solltest. Ein schmales Schulterpolster ist auf jeden Fall Next Level und demnach solltest du auch in deinem Training an diesem Punkt sein. Wie du die richtige Größe im Pad auswählst, zeigen wir dir in einem anderen Video, Link hier oben. Und dann kannst du anhand der Tabelle auswählen, was die richtige Größe für dich ist und das beste Schulterpolster für dich wählen. Wie du gesehen hast, kommt es im American Football nicht nur auf starke Schultern an, sondern auch auf das richtige Equipment. Wir wünschen dir beim nächsten Spieltag nur das Beste. Be a playmaker.